Altså, meg forstår ikke det, så slå ubråkelig. Ja, Johannes, det finnes også veldig bevisst det Jesus får i skolen. Men jeg er spant hva som bryr seg de andre jungene til å sige. Gode, har de ikke tjekkskikt her? Nei, jeg er med, jeg synes jeg er unnyttig. Hvorom heter det om Jesus sitter på seg at det er klart? Må naturlig heve das. Men har Jesus gesagt, er så i vele lyd, doch einfach wegschicken. Aber Jesus ist dann nicht einverstanden gewesen. Warum begreift das denn? Er hat sich nicht essen für die vielen Leute. Ja, das dürft mir auch. Das hat er denn gesagt? Das wollen wir nicht haben hören. Wir sollen nicht essen gehen. Wir sollen immer essen gehen. Aber wir haben ja nur 5 Brot und 2 Fische. Hättest du ihm nicht gesagt? Mal klar, Andreas. Was meinst du eigentlich? Das hat er ihm schon gesagt. Und? Das hat ihn aber nicht überzeugt. Ja, aber wir können doch nicht für die vielen Leute. Wir können doch nicht für die vielen Leute einkaufen. Das wäre ja mega teuer. Außerdem kann man hier auf dem Land gar nicht so viel einkaufen. Wenn es ein Mikro hätte. Nein, Andreas, auf die Idee sind wir natürlich auch gekommen. Aber das wollen wir auch nicht. Aber was wollt ihr denn? Und das, was wir haben, lernt doch vielleicht für 30 Leute. Oder wenn wir Spass haben, für 50. Aber niemals für 50. Ich bin ganz deiner Meinung. Wir müssen die vielen Leute halt und essen heimgehen. Aber das kann auch nicht sein. Jesus hat die Leute viel zu fest gern. Was sollen wir jetzt machen? Jesus hat nur gesagt, wir sollen den Leuten sagen, sie sollen die 50er-Gruppe herhocken. Wer nicht? Und dann? Das wäre ja dann mega viel, dann können wir denen nichts zu essen geben. Wow! Schau, Andreas, ich weiss auch nicht, was mir passiert. Aber wir haben das schon ein paar Mal erlebt, dass es gut rauskommt, wenn wir Jesus vertrauen. Komm mit, wir machen das, was er gesagt hat. Johannes, bring dich das Brot und Fisch zu Jesus. Andreas, du schnell mit den anderen Jüngern und dann können wir das zusammen den Leuten sagen.